Serienmörder Michael Papkow, ein ehemaliger Polizist. Dieser Mann hat in Sibirien mindestens 82 Frauen ermordet. Er hat seine Opfer meist zuerst vergewaltigt und dann mit einer Axt erschlagen. Tatortbegehung mit Polizisten. Ein Gericht in Irkutsk hat Papkow nun zu einer zweiten lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das erste Mal lebenslänglich wurde bereits 2015 verhängt. Damals kannte das Gericht nur einen Bruchteil der Verbrechen. Der Triebtäter zeigt gegenüber dem russischen Fernsehen nicht die geringste Reue. Was bringen Worte? Die Angehörigen der Opfer würden mir ohnehin nicht glauben. Ich verstehe sie. Es ist auch klar, dass ihnen lebenslang zu wenig ist. Ein DNA-Test bringt 2010 den Durchbruch. 18 Jahre habe die Polizei gebraucht, um den Serienmörder zu schnappen, kritisieren Experten. Die Ermittler haben die Mordfälle lange getrennt voneinander behandelt. Sie wollten nicht von einem Serientäter sprechen, denn Serienmörder machen die Chefetage nervös, der Druck wächst. Und dem wollten die Beamten so lange wie möglich aus dem Weg gehen. Russische Medien schlachten den Fall Papkow aus. Eines der Opfer überlebt schwer verletzt, trifft in dieser Talkshow auf Angehörige des Serienmörders. In meinem Fall gab es keine Vergewaltigung. Er hat nur auf mich eingeprügelt, wollte mich einfach nur töten. 82 Todesopfer. Serienmörder Michael Papkow wird nie wieder auf freien Fuß kommen. Denn in Russland bedeutet lebenslänglich bis zum Ende des Lebens.